Wir haben schon zwei Sitzungen gemacht, die den Dawa-Kurs beinhalten. Die erste Sitzung war die Einführung in den Dawa-Kurs, warum wir das machen. Und die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort ist, erstens, es ist für jeden Muslim wichtig, Pflicht, diese Botschaft so gut wie er kann zu verteidigen, zu propagieren, rüberzubringen. Der Prophet a.s. hat gesagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَرُوفِ وَلَّتَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua machen und sie wird nicht erhört werden. Und eigentlich ist dieses Urteil von Dawa Fadl Kifaya, wenn es eine Gruppe gibt, die das macht, reicht es für die andere Gruppe. Wie beispielsweise Salat al-Janaza. Wenn eine Gruppe Salat al-Janaza macht, reicht es. Muss nicht jeder zu Salat al-Janaza gehen. Aber Sheikh bin Baz sagt, in einer Zeit, wo die Jahl, wo die Unwissenheit verbreitet ist, und in einer Zeit, wo die Fasad verbreitet sind, und es zu wenige Leute gibt, die Dawa machen können, ist das für jeden einzelnen Muslim Pflicht. Nach seinen Möglichkeiten, wie er Dawa machen kann. Und Alhamdulillah, in der heutigen Zeit ist es nicht wie damals. In der damaligen Zeit war die Dawa meistens der richtige, persönliche, direkte Aufruf. Aber heutzutage ist es auch dadurch, dass wir beispielsweise solche Dinge verbreiten. Wir haben durch eure Spendengelder, ja, haben wir von diesen, wie viel haben wir jetzt schon bekommen? Letzten Monat, wie viel haben wir schon bekommen, Bruder? Wir haben jetzt letzten Monat schon 20.000 DVDs bekommen, diese Art hier. Da ist einmal hier zum Beispiel die Botschaft von Jesus und Mohammed, und einmal die wahre Lehre von Jesus, das Widerlegung der Trinität. Und diese Dinge werden dann, wenn die 20.000 Stück haben, die werden verbreitet. Durch euch. Das heißt, du brauchst nicht mit jemandem groß zu reden, sondern du sagst ihm, hey, bitteschön, ich habe ein Geschenk für dich. Und er wird dieses Video vielleicht durchlesen und dann auf einmal nimmt er vielleicht den Islam an. So viele Leute in letzter Zeit. Gestern hat auch wieder einer den Islam angenommen. Alhamdulillah. Und das ist nicht durch unser Verdienst, sondern das ist Allah subhanahu wa ta'ala, die Leute recht leitet. Alhamdulillah. Beim zweiten Dawa-Kurs habe ich über Verbesserungsvorschläge geredet. Und dieser Dawa-Kurs ist dazu da, Brüder, wir wollen Hunderte, Tausende Leute in Deutschland haben, die diese Dawa nach vorne bringen. Und dafür muss man Dinge lernen. Und subhanallah, gestern kommt ein Bruder auf mich zu und er sagt zu mir, Bruder Abu Hamza, weißt du, wir müssen die Argumente lernen, wie wir mit Menschen reden, wie wir mit Menschen argumentieren. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir ja gerade. Im ersten Dawa-Kurs haben wir über Grundlagen der Dawa geredet, im zweiten Dawa-Kurs haben wir über Verbesserungsvorschläge der Dawa und allgemeine Fehler geredet. Wie zum Beispiel, das merke ich immer wieder, wenn man zum Beispiel ein Gespräch führt, ja, man braucht einen, der redet. Nicht, da kommt nicht, dass ein Nicht-Muslim in die Moschee kommt und dann plötzlich stürzen sich direkt 20 Mann auf ihn. Und stürzen sich 20 Mann auf ihn und alle reden mit ihm. Ja, nee, das ist so und so und das ist so und so. Das Beste ist, ihr müsst nur mal auf unsere Seite gehen, jetzt Einladung zum Paradies, beziehungsweise muslimtube.de. Wenn ihr da drauf geht, da seht ihr ein Video mit Abu Anis, wo er mit einem Christen auf der Straße redet. Er stellt dem Christen eine Frage und das ist immer so. Glaubt mir, das sehe ich jedes Mal, wenn irgendwo da war. Er stellt dem Christen eine Frage und neben ihm steht der Muslim, der beantwortet die Frage. Ich will jetzt nichts gegen den Bruder sagen, er ist ein guter Bruder. Aber das sind die typischen Fehler. Und die sind dazu da, dass wir die verbessern. Schließlich, der kommt sich total überwältigt vor. Du redest mit dem, der redet von dort, der redet von dort, der redet von dort. Ach ja, und weißt du noch? Und du bringst den, der die Dauer macht, aus dem Konzept heraus. Ich habe beispielsweise mal eine Debatte gehabt mit diesem Pfarrer Krause. Was heißt Debatte? Diskussion. Versteht ihr? Ich habe einen Punkt, wo ich ihn hinführen will in der Debatte, dass er einen Fehler macht, damit ich ihn danach sozusagen abschießen kann. Verstehst du? So, ich bin dabei und ich bin dabei und ich will ihn dorthin bringen, dass er den Fehler macht. Und andauernd kommt Muslim, ich wollte was sagen, hören Sie mal, Jesus hat ja gesagt laut Bibel, dass sein Zeichen wie das Zeichen von Jonas ist. Verstehst du, er bringt das ganze Gespräch wieder in eine andere Richtung. Es muss einer die Richtung angeben und nicht jeder erzählt das, was er weiß. Ja, du erzählst irgendwas und erzählt der andere, ja wissen Sie auch, bei uns im Islam, da muss man die Eltern ehren. Ach, bei dem Gespräch sind wir jetzt gar nicht, wir sind gerade bei Tauhid. Und das meine ich, das sind so Baba-Verbesserungsvorschläge.
Heute wollen wir auf spezielle Argumentation eingehen. Und es wird nach 6 Monaten wird es eine Pause geben. Und ich sage immer, welche Aufgaben man hat zu jedem Kurs. Und dann werden wir einen Test machen oder mehrere Tests. Dadurch verbessert ihr euch auch. Weil Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, viele von uns sind nur Konsumenten. Ihr müsst vom Konsumenten zum Produzenten werden. Nicht nur konsumieren, sondern produzieren. Jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir zu der ersten Art von Dauer. Das heißt spezielle Argumente. Und ich werde euch auch ein paar Punkte nennen, die man auswendig lernen soll. Weil Wissen geht nicht nur von Hören, sondern man muss die Sache nochmal wiederholen, 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 100-mal wiederholen und dann bleibt es hängen. Und wenn du dann in der Diskussion bist, hast du den Punkt. Ich habe eine Frage an euch. In Deutschland, die Nicht-Muslime, mit denen man Dauer macht, was ist die Gruppe, mit denen man meistens, oder in Westdeutschland, sage ich mal, welche Gruppe ist eurer Meinung die Gruppe, mit der man meistens Dauer macht? Sind das Buddhisten, Hindus, Indianer oder Leute, die an Manitou glauben? Was ist die Gruppe, mit denen man meistens zu tun hat? Ja, warte, die Leute, die aufzeigen. Sonst redet ja jeder dazwischen. Bitte du. Was? Nicht praktizierende Christen. Nicht praktizierende Christen. Ist jemand anderer Meinung? Du ja. Atheisten? Muslimische andere Gruppen. Nee, Bruder, ich habe ja gesagt, von den Nicht-Muslimen. Das ist immer präzise sein. Ich habe von den Nicht-Muslimen, mit denen man Dauer macht. Also er sagt nicht praktizierende Christen, er sagt Atheisten, gibt es noch andere Vorschläge? Hat sonst noch einer etwas? Gibt es noch andere Vorschläge? Also ich bin eindeutig der Meinung, die der erste Bruder gesagt hat, die Leute, mit denen man meistens zu tun hat, sind Leute, die sich Christen nennen, die aber eigentlich mit Christentum so gut wie gar nichts zu tun haben. Die sagen, ja, ich glaube irgendwie an Gott und so und hin und her. So. Dann Atheisten, das ist auch eine Gruppe, die es oft gibt in Deutschland, aber ich bin der Meinung. Aber das spielt doch keine Rolle, es geht hier nicht um richtig oder falsch, weil die Gruppe, über die wir heute reden, wir fangen an mit der Dauer mit den Atheisten. Also die Gruppe, die auch sehr oft in Deutschland vorkommt, aber eigentlich ist der Atheismus eine Anormalität. In der Geschichte und in der Welt ist der Atheismus eigentlich eine Anormalität. Weil überall auf der Welt, egal wo du hingehst, findest du ein Konzept, dass es eine göttliche Existenz gibt. Das heißt, der Atheismus ist eigentlich eine Anormalität und war eigentlich immer selten. War immer selten, dass es Leute gab, die sagen, wir glauben, es gibt keinen Gott. Im Sinne von, sie sind überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Atheisten und Agnostikern. Der Agnostiker ist derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen, man kann wie das eine oder das andere wissen. Der Atheist ist derjenige, der sagt, er ist sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Und davon gibt es ganz wenige in Deutschland. Glaubt es mir, wenn du mit einem richtig diskutierst, ein paar Punkte hast, innerhalb von 5 Minuten ist er schon vom Atheisten zum Agnostiker geworden. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Naja, da kann ja keiner beweisen, so nach diesem Motto. Es ist einfach so. Ja? Dann gibt es noch Deisten. Eigentlich die meisten Christen sind eher Deisten. Ein Deist ist jemand, der sagt, er glaubt, es gibt Gott, aber Gott hat keinen Weg bestimmt für den Menschen, den er gehen muss. Ja. Und hier ist halt, man fragt sich jetzt erstmal, wie ist dieser Atheismus eigentlich verbreitet worden? Auf der einen Seite durch einige Kapitalisten, die das auch mitverbreitet haben, und auf der anderen Seite durch Kommunisten. Obwohl die eigentlich genau gegenteilige Ideologie haben, aber die Kapitalisten, weil derjenige, der nicht an Gott glaubt, der ist nützlich für das kapitalistische System, weil sein Ziel im Leben automatisch sein wird, Dinge kaufen, für das Leben leben, Häuschen bauen. Ihr seid ja hier in Schwaben. Seid ihr in Schwaben, oder? Schaffe, Häusle baue, sagt man, ne? Naja, aber mein Akzent, den kann man nie verstecken. Den hört man sogar, wenn ich Arabisch und Englisch rede. Da hört man sogar raus, dass ich aus dem Rheinland komme. Alhamdulillah. Oder Audhu Billah, je nachdem, wie das wird. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite durch den Kommunismus direkt durch Länder, wie zum Beispiel die Sowjetunion. Karl Marx war jemand, der sich die Gesellschaft beobachtet hat und die Gesellschaft in Klassen eingeteilt hat.
wie zum Beispiel Arbeiterklasse und Herrscherklasse. Und er ist davon ausgegangen, dass das eigentlich wie so eine, dieser Kapitalismus wie eine Weiterführung der Sklavengesellschaft ist, wo es Sklaven gab. Nur auf andere Art und Weise. Ja, er hat das beobachtet und er hat eigentlich versucht, eine gute Absicht gehabt, er wollte die Welt verbessern. Durch ein wirtschaftliches System, das er den Menschen anbietet, das die Menschen praktizieren sollen. Er hat halt beobachtet, dass zum Beispiel in der Sklavenherrschaft es so war, dass jemand einen Sklaven hatte und er konnte mit dem Sklaven machen, was er will. Er konnte den bei Bedarf töten und so weiter. Später gab es Feudalherren. Das war für ihn eine andere Art von Sklavenherrschaft sozusagen. Der Feudale hatte das Land, ihm gehörte das Land. Er hat dann ein Stück Land einem bestimmten Leibeigenen oder Untertan gegeben, der dieses Land bearbeitet hat. Dafür, dass er dieses Land bearbeiten durfte, musste er dann dem Feudalherrn etwas abgeben. Und jetzt sagt er, dass die Kapitalisten halt die Wirtschaft in der Hand haben, indem sie die Fabriken haben, die Produktionsmittel haben, in ihrer Hand haben und sozusagen den Menschen aufzwingen, für wie viel Geld er arbeitet. So gibt es beispielsweise einen Arbeiter, der vielleicht 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Knochenarbeit macht und der kriegt eigentlich weniger Geld dafür, als er eigentlich kriegen müsste und der andere, der vielleicht weniger Arbeit macht, kriegt mehr Geld. Ja, und er hat das halt alles als Ungerechtigkeit gesehen und er hat im Nachhinein beobachtet, dass die Kirche auch daran beteiligt war, dass Menschen ausgebeutet wurden. Dass die Kirche das praktisch mit unterstützt hat, mit diesen Feudalherren und so weiter und so fort. Dass sie das auch unterstützt hat, dass sie auch Länder abgegeben hat. Ja? Und deswegen hatte er von vornherein eine negative Einstellung gegen jede Religion gehabt. Mit Islam hat er ja nie was zu tun gehabt, sondern eigentlich seine Abneigung kam gegen die Kirche durch die Affären, die die Kirche hatte, durch die Unterdrückung, die die Kirche beispielsweise auch im Mittelalter und so weiter praktiziert hat. Und dadurch hat er sich gesagt, das ist alles nur Gott, ist Opium für das Volk, das hat man erfunden, um den Menschen beispielsweise, um die Menschen zum Untertan zu machen. Ja? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt beispielsweise, ja? Wie man so schön sagt. Ja? Und so heißt das und so hat das funktioniert und so wurde dieser Atheismus praktisch verbreitet. Und da man gedacht hat, dass die Kirche im Nachhinein für dieses kommunistische System auch Schaden darstellen kann, ist dann praktisch im Nachhinein, nicht durch Karl Marx selber, aber durch Nachfolger, die dieser Ideologie mehr oder weniger folgen, auch die Kirche vor allen Dingen bekämpft worden und auch andere Religionen. Ja? So, es ist also dadurch sehr stark verbreitet worden, insbesondere in den ehemaligen... Wenn du zum Beispiel heute in die ehemalige DDR fährst, kennt jemand von euch die ehemalige DDR? Ja, weil ich bin mittlerweile schon älter geworden. Schon 31, nee, auf jeden Fall, jedenfalls. Dort sind ganz viele Leute immer noch Atheisten. Ich bin damals im Jahre 1994, also 4 Jahre nach der Wende, bin ich nach Ost-Berlin gezogen und bin dort auf eine Schule, auf ein Internat gegangen. Bei mir auf der Schule, das war die größte Schule in ganz Berlin, da gab es vielleicht zwei, drei Leute, die getauft waren. Und dazu gehörte ich. Weil das völlig eliminiert wurde aus der Gesellschaft. Oder was heißt völlig, aber so gut wie völlig. Das erstmal zu der Entstehung. Wenn man jetzt mit jemandem redet, warum habe ich das erwähnt? Weil jedes Thema braucht eine Zusammenfassung vorher. Wie ist es dazu gekommen, damit man einen kleinen Überblick hat? Wie kommt es überhaupt zu diesem Atheismus? Und meistens, wenn man mit Atheisten redet, es sind sehr oft Leute, die relativ gebildet sind. Ist oft so. Obwohl eigentlich ihre Position völlig irrational ist, das sage ich von vornherein. Zu sagen, man sei überzeugt, dass es keinen Gott gäbe, ist eine völlig irrationale Position, obwohl die Leute, die das des Öfteren propagieren, teilweise gebildete Menschen sind. Teilweise natürlich. Es gibt auch natürlich Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das liegt daran, dass den Menschen eingeredet wurde, dass es ja logisch wäre, an keinen Gott zu glauben und unlogisch wäre, an Gott zu glauben.
Das ist das, was den Leuten eingeredet wird. Und deswegen wollen manche Leute intelligent sein, indem sie den Glauben als etwas Primitives darstellen. Und das liegt wieder am Christentum. Weil dann gesagt wird, guck mal, das Christentum ist ein blinder Glaube. Die Schöpfungsgeschichte ist naturwissenschaftlich falsch in der Bibel. Von daher ist das Christentum eine wissenschaftlich bewiesen falsche Religion, weil sie sich auf eine Quelle stützt, die wissenschaftlich falsch ist. Dann haben sie gesagt, das ist alles nur aus Fabeln entstanden. Wir als Muslime sagen, nein, die Bibel ist ein göttliches Buch, aber es sind Fehler hineingekommen über die Jahre. Und sie sagen dann, das ist unlogisch. So, und deswegen gehen wir erstmal auf die Logik ein. Erstmal, wenn wir über Logik reden, wer sind die Leute, die die Logik eigentlich sozusagen erfunden haben, beziehungsweise die Gesetze für Logik aufgestellt haben? Wer sind diese Leute? Ja. Nee, nicht Psychologen, sondern das sind Philosophen. Und wo kamen die her hauptsächlich? Die ersten? Griechenland, ganz genau. Und zum Beispiel, Plato und Aristoteles, die haben durch ihre Logik, sind sie eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Gott geben muss, durch ihre logischen Schlussfolgerungen. Es waren keine Propheten gewesen, sondern durch diese Logik. Von daher sagen wir zu jemandem, der sagt, das sei irrational oder unlogisch, an Gott zu glauben, sagen wir ihm, hör mal, die Väter der Logik, die du so verehrst, die haben eigentlich gesagt, zum Beispiel Plato, Aristoteles, das muss man sich merken, ja, haben gesagt, dass es Gott geben muss. Die zweite Sache ist, und das ist eine wichtige Regel, die könnt ihr euch auch im Islam merken, die heißt, Adam al-Elmi, Leysa al-Bil-Adam. Das heißt, das nicht vorhandene Wissen ist kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein. Was heißt das? Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Vor 100 Jahren beispielsweise, wenn dich jemand gefragt hätte, gab es Dinosaurier? Du hättest gesagt, nee, gab es nicht. Warum? Weil du kein Wissen darüber hast. Aber ist das ein Beweis dafür, dass es keine Dinosaurier gab? Nö. Später hat man Fossilien gefunden von Dinosauriern beispielsweise. Das heißt, dein Nichtwissen war kein Beweis dafür, dass es diese Sache nicht gab. Heutzutage hat man festgestellt, zum Beispiel vor 30 Jahren, im Koran steht, die Sonne hat eine Umlaufbahn. Kullun fi falaki yasbahun. Die Sonne hat eine Umlaufbahn. Vor 30, 40, 50 Jahren haben die Menschen geglaubt, die Sonne stände statisch, also ohne sich zu bewegen, Universum. Später hat man festgestellt, auch die Sonne hat doch eine Umlaufbahn. Das heißt, dein mangelndes Wissen, dein nicht vorhandenes Wissen, war kein Beweis für das Nichtvorhandensein von der Umlaufbahn der Sonne. Du hattest also nicht vorhanden dein Wissen, du hattest kein Wissen über die Umlaufbahn der Sonne, das ist aber kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Da bräuchtest du einen Beweis für. Warum sage ich das? Weil diese Leute, was wollen die machen? Die wollen sagen, um Gott zu beweisen, das müsst ihr euch merken, um Gott zu beweisen, bräuchten wir einen optischen oder akustischen Beweis. Das heißt, wir müssen Gott sehen oder Gott direkt hören. Das ist der Punkt, worauf sie hinaus wollen. Und dann sagen sie, es ist doch irrational, ihr glaubt blind an irgendetwas. Ihr glaubt blind an irgendeine Sache, die irrational ist, weil ihr keine Beweise dafür habt. Dann sagen wir erstmal zu ihnen, ihr wollt doch mit Logik logisch argumentieren, oder? Ist es logisch zu argumentieren, wenn man etwas nicht gesehen und nicht gehört hat, dass es die Sache nicht gibt? Das heißt, was ihr niemals sagen könnt, ist, dass man Gott nicht gesehen und nicht gehört hat, direkt gesehen, direkt gehört hat, sei ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Dass es Gott nicht gäbe. Weil es Quatsch ist. Weil es gab viele Dinge, die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, schwarzes Loch im Universum und so weiter nicht kannten, nicht unmittelbar wahrgenommen haben, die sich aber später herausgestellt haben. Das Einzige, was ihr sagen könntet, wäre, dass ihr selber nicht wisst, ob es Gott gibt. Das heißt, du hast den Atheisten innerhalb von 5 Minuten zum Agnostiker gemacht. Verstehst du? Der Agnostiker ist der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Weil du musst ihn ja fragen, wo ist denn dein Beweis, dass es keinen Gott gibt? Dann wird er sagen, ja, habe ich ihn gesehen, habe ich ihn gehört? Dann sagen wir, nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein mit den Beweisen, was ich euch eben gebracht habe, mit den Dinosauriern und so weiter. Das ist eine logische Herangehensweise.
Die zweite Sache, mit denen sie kommen, ist dann, ja, wir haben doch einen Beweis. Darwin, die Theorie von Darwin, Evolutionstheorie. So. Dann gehen wir darauf ein. Wir haben den ersten Beweis von ihnen genommen. Sie sagen, wir haben ihn optisch nicht unmittelbar wahrgenommen und akustisch nicht unmittelbar wahrgenommen. Ich bleibe nochmal darauf, bis ich zur Darwin-Theorie komme. Hier könnt ihr das Beispiel bringen. Laut eurer Logik, wenn man nur Sachen als bewiesen ansieht, wenn man sie akustisch unmittelbar wahrgenommen hat oder optisch unmittelbar wahrgenommen hat, wenn wir diese Beweisführung gültig ansehen, dann dürfte man keinen Mord in einer Polizeistation annehmen. Keinen Mord. Du findest eine zerstückelte Leiche und dann musst du sagen, ich habe ja nicht gesehen, wie sie jemand zerstückelt hat. Du siehst nur die zerstückelte Leiche, weil wir sehen ja auch um uns herum Zeichen. Du siehst dein Auge, wie es aufgebaut ist. Wie kann das Auge durch einen Zufall entstehen? Eine einzige Zelle, das sagen Wissenschaftler, dass sie durch einen Zufall entsteht, weil sie so kompliziert aufgebaut ist, ist ein Zufall, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht und danach steht da eine Boeing 747. Das sagen Wissenschaftler. Merkt euch dieses Beispiel. Jetzt guckt mal. Wenn er also sagt, wir nehmen nur unmittelbare akustische und optische Dinge als Beweis auf, dann kannst du keinen Mord aufnehmen. Weil theoretisch kann es ja sein, dass durch die unendlich lange Zeit dieser Mensch in der Küche gestanden hat und plötzlich kam ein Windzug und dann ist er hingefallen auf die Küche drauf, dann ist die Schublade aufgegangen, das Messer kam heraus, hat ihn zerhackt, dann kam aber ein anderer Wind und ein Vögelchen und die haben das Messer genommen, unter das Waschbecken gehalten, wieder gewaschen und wieder in die Spüle hineingesteckt. Bruder, dieser Zufall ist genauso groß wie der Zufall, dass ein Auge oder eine Zelle aus einem Zufall entsteht. Und sogar noch kleiner. Ich frage dich, was ist für dich schwieriger? Eine Fabrikanlage zu bauen oder einen Menschen zu zerstückeln? Eine Fabrikanlage zu bauen. Eine Fabrikanlage, die kriegst du gar nicht alleine. Ein Mensch zerstückeln kann jeder von uns. Für eine Fabrikanlage brauchst du einen Architekten. Brauchst du Leute, die mit Bauwesen Ahnung haben und so weiter und so fort. Um einen Menschen zu zerstückeln, brauchst du nur ein Messer. Und musst ein brutaler Typ sein. Das war's. Und das sind wir ja alle. Naja, umso billiger. Das machen wir natürlich nicht. Mit jedem. Es ist auf jeden Fall ganz einfach. Versteht ihr? So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, und das sagen die Wissenschaftler, dass eine einzige Zelle entsteht, ist aufgebaut wie eine komplizierte Fabrikanlage. Diese Wahrscheinlichkeit ist 100-mal unwahrscheinlicher, als dass jemand in der Küche umfällt und irgendwie wird er zufällig zerstückelt. Kein Mensch, der logisch, rational denkt, wird diesen Zufall annehmen. Nein, du wirst wissen, diese zerstückelte Leiche, der kann sich nicht selber zerstückelt haben. Oder ist jemand, der meint, er hat sich selber zerstückelt? Geht nicht. Die zeigt, dass es einen Mörder geben muss. Und das Design von unserem Weltall, das Design von deinem Körper, das Design von jedem Lebewesen, ist ein Beweis, dass es einen Designer geben muss, beziehungsweise den Schöpfer. Die Schöpfung ist der Beweis für den Schöpfer. Genau wie das Bild der Beweis für den Maler ist. Ich kann nicht einen Pott mit Farbe machen und rühre um, klatsche den an die Wand und dann habe ich das Bild von Mona Lisa an der Wand hängen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist noch unwahrscheinlicher, dass durch einen Zufall eine einzige menschliche Zelle entsteht. Das heißt, wir gehen zurück zu diesem Fall. Wir sagen zu ihm, laut deiner Beweisführung, was sagen wir? Könnten wir keine einzige Sache auf der ganzen Welt beweisen. Kein Mord dürfte aufgenommen werden, nichts. Dann kommt er natürlich mit der darwinischen Theorie. Sagt, die Theorie von Charles Darwin sei, die Evolutionstheorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. So, was ist unsere Antwort? Merkt euch 6 Punkte. 6 Punkte. Punkt Nummer 1. Wir sagen, weil wir, und Brüder, und das wisst ihr, Leute, es tut mir manchmal richtig weh. Ich sehe manchmal, man redet über ein Thema
Und man ist einfach unpräzise. Bruder, ich will keinen kritisieren. Man muss immer präzise sein und immer wieder fragen, was war die Frage? Immer wieder zurückgehen, was war die Frage? Ich habe eben gesehen, ich habe eine Frage gestellt. Ich will sie kein kritisieren. Versteht ihr? Aber nur, damit ihr Bescheid wisst. Man muss immer wieder fragen, was ist die Frage? Die Frage ist hier, gibt es einen Gott? Die Frage ist jetzt erstmal nicht, weil wir reden mit einem Atheisten. Ist der Koran richtig? Ist der Koran falsch? Die erste Frage ist, gibt es einen Gott? Also bleiben wir bei dieser Frage. Das müsst ihr euch merken, wenn ihr in Diskussionen seid. Weil ihr müsst euch merken, es gibt eine Taktik von Leuten, die eventuell auch rhetorisch geschult sind, die versuchen, in andere Themen reinzugehen. Wenn zum Beispiel Michel Friedmann diskutieren würde, es um eine Sache, der versucht, dich in ein anderes Thema hineinzuverwickeln. Und dann musst du immer wieder zurückkommen zu dem Thema. Du musst sagen, Moment, wir müssen erstmal bei diesem Punkt bleiben. Denn wir gehen nur einen Schritt weiter, bis wir diesen Punkt geklärt haben und nicht, wir gehen jetzt nach dort und nach dort und nach dort. Das ist ganz wichtig. So, die Frage ist hier ganz klar und deutlich, gibt es einen Gott? Und wenn Sie jetzt sagen, die darwinische Theorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, dann fragen wir, warum? Und dann wird er dazu kommen, dass die darwinische Theorie bzw. die Evolutionstheorie kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes in sich selber ist. Selbst wenn die Theorie von Charles Darwin richtig wäre, wäre sie kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Denn die Theorie von Charles Darwin geht davon aus, dass aus unbelebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle alle anderen Lebewesen über einen unendlich langen Zeitraum entstanden sind. Das ist die Theorie von Charles Darwin. Und sie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes, denn theoretisch, es ist nicht so, wir glauben an die Schöpfungstheorie, weil wir an den Koran glauben, aber die erste Frage ist ja nur, gibt es einen Gott? Denn theoretisch hätte es ja sein können, dass Gott, weil Gott hat zu allem die Macht, Menschen, Tiere und alles andere in Form eines evolutionären Prozesses entstehen lässt. Gott hat die Fähigkeit, den Menschen vom Affen abstammen zu lassen. Wenn Gott wollte, dass heute aus einem Affen ein Mensch wird, dann könnte Gott das oder Allah könnte das. Seht ihr? Also ich sage nicht, Allah hat das gemacht, weil, wie gesagt, immer präzise sein, weil es kommt nachher wieder jemand, Pierre Vogel hat gesagt, die Evolutionstheorie ist richtig. Ja, ich kenne es wirklich schon, ja, ist so grausam. Du hast irgendeine Sache nicht gesagt, aber irgendjemand interpretiert das, weil er wieder mit einem Ohr deinem Vortrag zuhört, mit dem anderen Ohr Jihad Anaschid hört. Und dann erzählt er, ja, Pierre Vogel hat dieses und jenes gesagt. Immer genau zuhören, was jemand sagt. Ja? Das heißt, theoretisch könnte Gott heute einen Affen zu einem Menschen umwandeln. Sogar eine Ameise kann der zum Menschen machen. Der kann die Ameise, dass die nächste Ameise mutiert ist und die kommt auf eine andere Weise und dann nach 3, 4 Generationen wird das der Ameisenmensch. Allah kann das, ohne Frage. Der kann sogar die Ameise direkt zum Menschen werden lassen. Der kann sogar den Mensch aus Erde erschaffen, das ist das, was er gemacht hat. So, das heißt, Gott kann das. Das heißt, wenn wir von einem Gott ausgehen, der aus Erde einen Menschen sofort erschaffen kann, dann kann dieser selbstverständlich auch innerhalb von einem evolutionären Prozess, dass das aus einer Art entsteht stufenweise eine andere Art. Erst kommt der Australopithecus, erst kommt der Affe. So ein kleiner Affe. Erst kommt ja die eine Zelle, die teilt sich, dann plötzlich kommt so ein kleiner Schwamm draus, dann eine Qualle, dann kommt ein Reptil raus, dann auf einmal so ein kleines Tier, dann aus dem Tier wird dann so ein kleiner Schimpanse, aus dem Schimpansen Gorilla, dann kommt der Australopithecus, dann Homo irgendwas, dann Homo erectus. Am Ende kommt Homo sapiens raus. Kann der. Aber ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Aber wie gesagt, die Evolutionstheorie ist falsch, aus anderen Gründen, wo wir gleich auch noch drüber reden werden. Nur der erste Punkt, den wir sagen, ist, die Evolutionstheorie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Zweitens, das ist mein letzter Punkt vor Erwähnen. Die Evolutionstheorie heißt Evolutionstheorie. Es ist von vornherein eine Theorie. Das heißt, wie willst du etwas als bewiesen ansehen,
was selbst laut Charles Darwin, dem Erfinder dieser Theorie, beziehungsweise demjenigen, der mit dieser Theorie kam, keine bewiesene Sache ist, sondern eine Annahme, der selber in seinem Buch, ja, The Origin of Species oder Die Entstehung der Arten, schreibt, das kann man auch in Deutsch kaufen, ein ganzes Kapitel hat über Schwierigkeiten der Theorie. Das ist von vornherein kein Beweis. Erstmal für die Nicht-Existenz Gottes und zweitens ist es nur eine Theorie. Und gleich kommen wir zu den anderen vier Punkten über die Evolutionstheorien. Jetzt machen wir erstmal Adhan Inshara, Jazakum Allah Khairan. So, jetzt bis wohin sind wir bisher gekommen? Erstmal der Atheismus. Und da gibt es halt in dem Dauerkurs später, wenn wir dann die Fragen machen, ist erstmal, erste Frage bisher, wo wir gekommen sind, Unterschied zwischen Atheismus und Atheisten und Agnostikern, ja? So, das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage, durch wen wurde der Atheismus gefördert? Das ist dann nachher, wenn wir den Test machen, weil wenn man diesen Kurs mitmacht, also diese ganzen Kurse machen vielleicht 16, 17 Sitzungen, dann hat man nachher richtig Profit davon gehabt. Ja? Durch wen gefördert? Dann dieses Beispiel mit den Beweisen. Wann ist etwas ein Beweis? Dann müsst ihr euch einfach den Vortrag nochmal angucken, das genau angucken. Wann ist etwas ein Beweis? Ist das Nichtvorhandensein von einer Sache ein Beweis, dass man diese Regel hat? Ja? Regel mit Nichtvorhandensein. Regel mit Nichtvorhandensein. So, dann viertens. Und jetzt kommen die Punkte, die sechs Punkte, die die Darwin-Theorie widerlegen. Ja, dass man da sechs Punkte aufzählen kann. Erste. In Bezug auf Atheismus haben wir eben den ersten Punkt genannt. Der erste Punkt war, dass selbst wenn der Darwinismus richtig wäre, wäre das kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Weil es geht hier um die Widerlegung von Atheismus. Um nichts anderes. Zweitens ist es immer noch eine Theorie und damit keine gesicherte wissenschaftliche Aussage. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Darwinismus geht davon aus, und das ist wichtig, weil ihr werdet das auch in der Schule haben. Und ich sage euch eins, wenn ihr in der Schule diskutiert mit dem Lehrer und ihr habt einige Punkte drauf, da werden die ganz schön ins Wanken kommen in der Schule, glaub es mir. Erstmal, die darwinische Theorie geht davon aus, dass aus nicht belebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle infolge von unendlichen Kettenreaktionen ist dann im Endeffekt das größte Wunder der Schöpfung entstanden. Der Mensch. Das ist so die Theorie. Normalerweise müsste man sogar noch sagen, der weiße Mensch. Weil die darwinische Theorie ist eigentlich die Grundlage für den Rassismus in vielen Teilen der Gesellschaft. Ohne Quatsch. Das ist eigentlich die Grundlage. Auch Hitler, das war ein Sozialdarwinismus, nennt man das. Ja, das heißt, der weiße Mensch, der blonde, blauäugige, der ist sozusagen weiterentwickelt als der jüdische Mensch, ich meine von der Rasse, als der schwarze Mensch, der asiatische Mensch. Das heißt, die anderen, die sind noch näher zum Affen als der weiße, blonde, blauäugige Arier. Nicht, dass jetzt hier jemand sitzt, ist sauer auf mich. Ich rede das, was diese Leute sich gedacht haben. Diesen Schwachsinn. Versteht ihr? Deswegen, der Darwinismus ist in sich selber ein Förderungsmittel für den Rassismus. Diese tolle Theorie. Ja, das nur dazu. So, aus diesem einen Punkt wurde dann im Endeffekt der Mensch. Unendliche Kettenreaktion sozusagen. Ja. Hier. Fangen wir mit der ersten Sache an. Erstens, dass die Arten, dass ein Lebewesen aus unbelebter, der erste Punkt reicht, jeder einzelne Punkt reicht eigentlich jetzt von diesen vier Punkten, um den Darwinismus ad absurdum zu führen. Ja? Der erste Punkt ist, dass man davon ausgeht, da gibt es ein Experiment von einem Stanley Miller,
Es war, soweit ich weiß, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, aber ich spiele doch keine Rolle. Dieser Stanley Miller hat ein Experiment gemacht, womit er feststellen wollte, er hat also, so wie er annimmt, wie die Urmaterie auf der Welt war, alles unbelebt, er hat dort Blitze veranstaltet und so weiter, hat gesagt, da ist dann eine lebendige Zelle entstanden. Deswegen sagen die, aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? Aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? So. Die moderne Wissenschaft sagt aber, zum Beispiel auch Pasteur, der sagt, dass diese Regel, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Deswegen schreibt euch diese Aussage auf. Was sagt Pasteur zu dieser Sache? Was sagt Pasteur dazu? Das könnt ihr dann nachher nochmal nachgucken. Die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt. Natürlich Gott, der allmächtig ist, der kann natürlich auch aus Holz dann einen Menschen erschaffen oder aus Glas, wenn er wollte. Er hat den Menschen aus Erde, aus unbelebter Materie erschaffen. Ja? So, das ist die erste Sache. Dann die zweite, das ist das, was Pasteur gesagt hat. Dann, warum hat Darwin diese Sache verfolgt? Weil Darwin noch auf mittelalterliche Fabeln zurückgegangen ist, wo man davon ausging, dass zum Beispiel aus Schlamm Frösche entstehen. Weil du findest auf einmal im Schlamm Frösche, dann geht davon aus, aus Schlamm entstehen Frösche. Das hat man im Mittelalter geglaubt. Da hat man geglaubt, wenn einen Lappen hinlegt mit Käse, dann entstehen daraus Mäuse, weil plötzlich dann an dem Lappen dann Mäuse dran waren. Oder dass aus einem Stück Fleisch, das man auf die Fensterbank gibt, Fliegen entstehen. Ja klar, da sind auch Fliegen entstanden, weil da Fliegen drauf geflogen sind, wo du sie nicht gesehen hast, haben ihre Eier abgelegt, dann kamen nachher dann diese Maden raus und im Endeffekt sind dann Fliegen daraus entstanden. Das heißt, Darwin ist davon ausgegangen, dass hieraus, aus diesen Punkten, aus Fliegen und so weiter, aus Schlamm, Mäuse, Frösche entstehen und so weiter. Das zum ersten Punkt, das heißt der erste Punkt, und dann sagen die modernen Wissenschaftler, dass das Experiment von Stanley Miller keine wissenschaftliche Relevanz hat. Aber hier sind eigentlich zwei Probleme in der darwinischen Theorie. Erstens, wie ist aus unbelebter Materie Leben entstanden, kann keiner beantworten. Sie sagen aus einer unzähligen Zahl von Zufällen. Unzählige Zahl von Zufällen, okay. Hier haben wir jetzt den Tisch, da kann ich so oft mit der Flasche draufhauen, da kommt aber nicht aus dem Tisch auf einmal eine Maus raus. Verstehst du? Unzählig mal, wenn du vielleicht unzählige Mal drauf hast, vielleicht wird aus dem Tisch dann ein Tischler oder so. Ist Quatsch. Das ist tut völlig. Normalerweise, guck mal, diese Leute nehmen für sich Intelligenz in Anspruch und erzählen dir so einen Schwachsinn. Die zweite Problematik ist ja dann, wie es aus dieser einen Zelle, die vor 3,8 Millionen Jahren auf der Erde entstanden sein soll, ist dann daraus der Mensch im Endeffekt entstanden? Das kann dir auch keiner nachvollziehen. Das ist also völliger Science-Fiction ist das. Völliger Science-Fiction, das wird dir hier in der Schule beigebracht. Aber wehe, du sagst was dagegen, dann bist du stigmatisiert. Pierre Vogel ist gegen die darwinistische Theorie. Ja, was habt ihr denn gedacht? Ja, selbstverständlich bin ich dagegen. Bewiesenermaßen dagegen. Weil man muss die Nummer kennen, aber das wird dir so dargestellt. So war es. So war es gewesen. Am Anfang war es der kleine Affe, das kleine Tier, der wurde zum Känguru. Und dann auf einmal kam der kleine Affe raus, der ist rumgelaufen mit der Banane und so weiter und so fort. Und dann auf einmal kam so ein Mensch, der ist so gegangen. Und dann auf einmal kam Homo sapiens raus. Verstehst du, das ist doch total, wenn dir dann einer erzählt. Das ist doch Science Fiction hoch 10, oder? Und kein Beweis dafür. Ah doch, Entschuldigung, kommen wir gleich zu den Beweisen. Das heißt, hier am Anfang der Geschichte ist das Problem schon, wenn der Lehrer dir erzählt, ja, das haben die mir auch erzählt, aus unbelebter Materie ist die erste Zelle entstanden und dann durch diese lange Zeit, das sagen wir dem erstmal, aus unbelebter Materie entsteht kein Leben. Und mittlerweile hat die Wissenschaft bewiesen, dass dieses Experiment von Stanley Miller keinerlei Relevanz hat. Versteht ihr? So müsst ihr argumentieren. Zweite Sache ist, Pasteur sagt, dass die Vorstellung, ja, oder ich zitiere es, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel.
Verstehst du? Stell dir vor, du bist bei deinem Lehrer in der Schule und du bringst ihm so ein Zitat von Pasteur. Punkt. Dann die nächste Sache. Sind die evolutionären Mechanismen. Dann reden die vor allen Dingen von zwei. Erstens Selektion, natürliche Selektion und zweitens von Mutation. Das heißt, die sind immer wieder von Höpschen nach Döpschen gesprungen. Wenn die in der einen Sache keine Regel gefunden haben, sind die zur anderen. Ja? Dann haben die gesagt, ja, Selektion. Das heißt, durch natürliche Gegebenheiten haben diese Tiere sich angepasst und diese erworbenen Fähigkeiten laut Lamarck haben sich dann weiter vererbt. Zum Beispiel die Antilope, plötzlich sind die Bäume höher gewachsen. Da war die Antilope, hat ihren Hals gestreckt. Dann ist sie zur Giraffe geworden, im Endeffekt. Und dadurch, dass die, dann haben die aber gesagt, nee, das kann nicht sein, weil wir haben festgestellt durch Gregor Mendel, ja, dass also erworbene Fähigkeiten sich nicht weiter vererben. Weil dein Vater lesen gelernt hat, heißt es nicht, dass du auf die Welt kommst und kannst plötzlich lesen. Du kannst es auch erwerben, aber heißt nicht, dass du so auf die Welt kommst. Die Giraffe kommt dann mit dem langen Hals auf die Welt. Ja? So. Das heißt, dann sind sie zum nächsten Schritt übergegangen, Mutation. Die haben gesagt, durch Mutation ja, hat sich eine andere Art entwickelt und die war dann besser abgestimmt auf die Natur, die sich zum Beispiel durch ein plötzliches Ereignis verändert hat. Zum Beispiel, es kam eine Dürre oder eine Eiszeit und plötzlich waren dort Tiere, die eine Mutation hatten und die konnten sich dann weiterentwickeln, haben sich dann weiterentwickelt. So. Da sagen wir erstmal zu, geben wir ein Beispiel, Reptilien. Man sagt praktisch, dass du als Mensch ursprünglich ein Reptil warst, ein Krokodil zum Beispiel. Crocodile Dundee kennt ihr ja alle. So, die Sache ist, da fragen wir einfach mal, warum gibt es heute kein Krokodil? Warum gibt es die Dinosaurier nicht, warum die Krokodile gibt es immer noch? Warum haben sich die Krokodile nicht weiterentwickelt? Warum haben wir keine fliegenden Krokodile oder irgend sowas? Warum heute sind die auf einmal vom Aussterben bedroht? Warum sehen wir keine Mutation, dass auf einmal das Krokodil auf zwei Beinen läuft und wie ein Mensch reden kann? Seit Jahrtausenden von Jahren, seit Millionen oder was weiß ich, seit Hunderttausenden von Jahren verändert sich das Krokodil kein bisschen. Und es ist immer noch genauso, wie es früher gewesen ist. Warum hat sich das nicht verbessert, das Krokodil? Ist immer noch dasselbe Krokodil. Kann nicht reden, kann nicht fliegen. Oder habt ihr schon ein Krokodil gesehen, was fliegen kann? Vielleicht so ein Zeichentrickfilm oder sowas. Jedenfalls ist immer noch so wie vorher. Ja? Und dann die Mutation, zu behaupten, durch eine Mutation ist ein besseres Wesen entstanden, eine bessere Art. Wir reden nicht von einer Rasse. Versteht ihr? Wir reden nicht von einer Rasse, weil es gibt einen Unterschied zwischen Art und Rasse. Zum Beispiel, es gibt die weiße Rasse in dem Sinne. Das heißt zum Beispiel blond, blauäugig und so weiter. Und es gibt zum Beispiel afrikanische Rasse, zum Beispiel jemand, der schwarz ist. Es ist dieselbe Rasse, ist aber derselbe Mensch. Die können sich untereinander paaren. Das heißt, ein weißer, ein blonder kann eine schwarze Frau heiraten oder andersherum. Ja, gibt es überall. So, aber wenn jetzt zum Beispiel der Affe ja, mit einem Menschen heiraten würde, ich bringe nur das Beispiel, Leute, damit wir das verstehen, da kommt nichts bei raus. Das sehen wir im Tierreich. Ein Esel und ein Pferd, was kommt dabei raus? Ein Maultier, das sich nicht weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn die davon ausgehen, guck mal, weil oft kommen die Leute dann mit der darwinischen Theorie und sagen, ja hör mal, wenn der Mensch aus Adam und Eva entstanden ist, wie sind denn daraus die ganzen Kinder gekommen? Hä? Wie geht das denn? Verstehst du? So ganz schlau. Dann sagst du zu ihm, pass mal auf, Kollege. Du gehst davon aus, dass es wegen einer langen Zeit und unendlich viele Zufälle gab es, ist auf einmal durch eine Mutation plötzlich das Erbgut, das DNA und so weiter hat sich so verändert, dass aus dem Mensch, aus dem Menschen ein Affe wurde. Nee, dass aus dem Affen ein Mensch wurde. Ja, manche sagen ja, manche haben ja das Gefühl, dass die Evolution eventuell andersrum verlaufen könnte. Weil man manchen Menschen das Gefühl hat, die sind zum Affen geworden. Aber okay. Okay, hier der Punkt. Irgendwo hier ist die Linie, wo dann durch so viele Zufälle dieser Mensch
dieser Affe eine durch Mutation eine andere Art wird. Hier ist die Grenze. Jetzt wird er hier zum Affen. So, jetzt muss er ja davon ausgehen, dass zur selben Zeit 100 oder 1000 andere Affen plötzlich auch zu Menschen geworden sind. Weil sonst kann er sich ja nicht paaren. Du hast ja eben selber gesagt, Adam und Eva, wie haben die sich weiterentwickelt? Dann sagen wir ganz einfach, wie funktioniert das denn bei dir? Wie funktioniert das denn bei dir? Bei dir kann es gar nicht funktionieren, weil dir alleine da also nicht mit gar keinem paaren kann. Oder willst du jetzt behaupten, eine Mutation, die laut deiner eigenen Theorie alle Millionen Jahre vorkommt und eine bessere Form oder alle 100.000 Jahre vorkommt, das ist auf einmal bei 100 verschiedenen Arten passiert, die haben sich auf einmal alle umgewandelt und plötzlich sind plötzlich 100 Affen zum Menschen geworden, haben sich verwandelt. Mit wem hat sich der Affe gepaart? So, dass der Esel wird zum Pferd. Mit wem soll sich der Esel paaren? Mit einem anderen Pferd? Kommt nichts bei raus, kommt ein Maultier bei raus. Ein Maultier kann sich nicht weiter fortpflanzen. Ist steril sozusagen. Punkt. Das heißt, hier hört bei dir schon auf. Die zweite Sache ist, dass die Evolutionisten selber davon ausgehen, von einer Urmutter der Menschen, die in Afrika gelebt hat. Gehen die selber von aus. Von einer Urmutter. Das ist die Urmutter. Haben die mal vor Jahren in der Zeitung gezeigt. Das heißt, mit wem hat die sich denn weiter gepaart? Kannst du das mal sagen? Ich weiß es nicht. Geht gar nicht. Das heißt, wenn du sagst, aus Adam und Eva geht das nicht, ja, dann geht es bei dir erst recht nicht. Aber wir sagen, aus Adam und Eva geht. Warum? Weil Gott allmächtig ist. Und Gott kann das dazu bringen, dass diese Menschen, die Geschwister, die da rauskommen, sich untereinander paaren können dürfen. Und das ist eine Notwendigkeit und dass da keine behinderten Kinder rauskommen. Was ist der Beweis dafür? Den Beweis haben wir heute. Wo? In Deutschland. Ja, in Deutschland gibt es ein Ehepaar, das sind Bruder und Schwester, in Sachsen. Und die haben 4 Kinder miteinander, von den Kindern sind 2 gesund. Aber heute hat Gott das in der Scharia vom Islam verboten und die Kinder werden normalerweise krank. Muss aber nicht unbedingt, weil wenn Gott will, können die gesund werden. Und so hat Adam und Eva, haben sie Zwillinge bekommen in jedem Bauch. Und das Kind von dem einen Bauch, das Mädchen vom einen Bauch, hat den Jungen vom anderen Bauch geheiratet. Und Gott hat es zugelassen, dass sie sich so weiterentwickeln. Gott hätte auch auf einmal sagen können, los, 1 Million verschiedene Menschen auf die Erde, Punkt. Und so hat sich der Mensch weiterentwickelt und so sind wir alle Brüder und Schwestern in Adam und Eva. Ist das unmöglich? Nein. Aber deine Sache ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Darwinismus ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Aber wir haben von vornherein gesagt, es ist möglich, weil Gott da ist. Und Gott kann das. Hat einer einen Zweifel daran, dass Gott es ermöglichen kann, dass ein Bruder und eine Schwester heiraten und gesunde Kinder dabei rauskommen? Kann keiner, weil es sogar heute stattfindet. Dann wird jemand sagen, ja, ich finde das aber ekelhaft, meine Schwester, ich habe keine Gefühle für die. Ja, stimmt. Weil Gott dich so auf deiner Fitra, deiner natürlichen Veranlagung heute erschaffen hat. Alhamdulillah. Aber wenn du deine Schwester nicht kennen würdest, stell dir vor, du würdest deine Schwester nicht kennen. Du hättest die nie gesehen. Das ist schon passiert. Es ist schon passiert, dass Leute auf einmal mit ihrer Schwester zusammen gewesen sind, weil sie nicht wussten, dass das ihre Schwester ist. Die Eltern haben sich getrennt, der eine ist mit dem Vater, der andere mit dem Sohn. Auf einmal lernen die sich kennen und sind sich sympathisch. Das heißt, aber heute, wenn du in einer Familie groß wirst, hast du da kein Interesse dran. Das ist übrigens auch eine Weisheit, warum Unzucht im Islam verboten ist. Dass man erstmal die Abstammungsrunde anguckt, dass man heiraten muss, bevor man miteinander Geschlechtsverkehr hat und so weiter und so fort. Ja? Vielleicht heiratest du jemanden und der ist mit dir verwandt. Vielleicht hat dein Vater mal einen Abstecher gemacht, wie er noch jung war. Wir waren ja alle mal jung, weißt du? Und dann auf einmal, ja, wurde aus Spaß ernst. Und Ernst ist heute 24 Jahre alt. So. Okay. So. Zu sagen, aus einer Mutation entsteht eine bessere Art, merkt euch das für die Schule, ist sozusagen, als wenn man sagt, aus einem Erdbeben
wird eine bessere Stadt. Das heißt, du hast ein Erdbeben und danach steht dann eine Superstadt da. Natürlich, dass durch das... Was ist denn jetzt los hier? Wir sind uns hier wieder am Abhören oder was? Ich glaube, es spinnt hier. Wo seid ihr? Komm vom Dach runter! Bisschen Spaß muss sein. Wir sind doch sowieso so nett. Wir sind doch sowieso so harmlose Leute, ne? Wenn man davon ausgeht, guck mal Leute, dass jeder Mensch oder jedes Lebewesen, was heute entsteht, durch eine andere Art entstanden ist, dann müsste es bei Fossilfunde, was ist das? Das heißt, man grabt in der Erde und sieht dort zum Beispiel Knochenreste oder eingesteinerte Dinge in Harz oder wo auch immer. Das heißt, Fossilreste von Lebewesen, die vorher gelebt haben, die ausgestorben sind. So. Wenn in diesem Zeitalter, wie zum Beispiel Kreidezeitalter und so weiter, wenn man das sagt, jetzt überlegt mal, dass also jedes Lebewesen aus einer Unzahl, jedes Lebewesen, was heute entstanden da ist, aus einer Kette von anderen evolutionären Prozessen, jedes Lebewesen auf die eine Urzelle, die vor 3,8 Millionen Jahren aus einem Zufall entstanden ist, zurückgeht. So. Muss es dann mehr Zwischenformen geben oder mehr Formen, die heute existieren? Mehr Zwischenformen oder mehr Formen, die heute existieren? Wenn wir davon ausgehen, dass jede Art, die heute existiert, der Affe, das Kamel, das Känguru, jedes dieser Art ist durch eine unglaublich große Zahl von Mutationen und Entwicklungen geht auf diese eine Zelle zurück. Die eine Zelle wurde zum Schwamm, zum dies, zum jenes und so weiter und so fort, bis man dann schließlich zum Känguru geworden ist. Und vom Känguru dann zu Mike Tyson beispielsweise. Die Kängurus können gut boxen. Beispielsweise. So, muss es mehr Zwischenformen geben oder mehr Arten, die heute existieren? Ja, bitte. Logisch, so. Und man muss unzählig viele Zwischenformen finden. So, Fakt ist aber, dass die Fossilnachweise genau das Gegenteil sagen. Und hier sagt der britische Paläontologe, deswegen müsst ihr hier fragen, zweiter Punkt, zu dieser Sache mit dann werde ich zum Beispiel fragen in einem Test, widerlege die Evolutionstheorie in 6 Punkten. Und dann lernst du das. Bruder, was meinst du, wie fit du nachher in der Sache bist? Stell dir mal vor, du diskutierst mit einem auf der Straße und du haust ihm dann diese Fakten so um die Ohren. Ja? Der britische Paläontologe Derek V. Arger, der sagt, wenn wir den Fossilnachweis im Einzelnen untersuchen, tritt ein Punkt hervor. Das muss man jetzt nicht unbedingt wörtlich zitieren beim Test, aber dass man es ungefähr weiß. Was wir immer und immer wieder finden, ist nicht eine allmähliche Evolution, sondern eine plötzliche Explosion einer Gruppe auf Kosten einer anderen. Du hast zum Beispiel in einem Zeitalter die Reptilien, plötzlich eine Explosion im anderen Zeitalter durch die Erdschichten von Säugetieren als Beispiel. Das heißt, es ist genau der Fossilnachweis, ist ein absoluter Beweis gegen diese Evolutionstheorie. Es gibt keine unzähligen Zwischenformen, die sind nicht gefunden worden. Okay? Derek V. Eiger sagt, dass der Fossilnachweis zeigt, dass es keine allmähliche Evolution gibt, sondern immer eine Explosion einer Gruppe zum Nachteil einer anderen Gruppe. Wie zum Beispiel im einen Zeitalter sind die Reptilien oder Dinosaurier, in dem anderen Zeitalter kommen dann die Säugetiere. Okay? So jetzt. Jetzt kommen wir, vierter Punkt oder der sechste Punkt vielmehr, die menschliche Evolution. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Da sagt man zuerst Australopithecus, dann Homo habilis, dann Homo erectus, dann Homo sapiens. Dass der Mensch so entstanden ist. Mittlerweile ist herausgefunden worden, dass alle diese Dinge, wenn man davon ausgeht, dass die ja aus der einen Art die andere Art entstanden ist und die andere Art, weil sie selektiv
natürliche Auslese, nicht bestehen konnte, weil die andere stärker war, das Überleben des Besten, des Stärksten, dann muss man davon ausgehen, dass sie nicht zusammengelebt haben in einer Zeit. Fakt ist aber, dass man Fossilnachweise hat, dass alle diese Arten zur selben Zeit auf der Erde an anderen Teilen gelebt haben. Und deswegen sagen wir zu diesem Fossilnachweis mit, der Mensch kam aus dem Affen. Und dann zeigen sie dann irgendwelche hier Orang-Utans, die auf zwei Beinen gehen. Was sagen wir dazu? Wir sagen, das ist erstmal ein Fake, sowieso. Viele Dinge davon sind ein absoluter Fake. Das ist eine Täuschung. Das heißt, du machst einfach eine Zeichnung. Das heißt, du hast ein Skelett und dann sagst du, die sind aufrecht gegangen. Dann nimmst du ein bisschen Skelett von hier, ein bisschen Skelett von da und sagst, das waren sie gewesen. So haben sie es teilweise gemacht. Einen Schädel von einem Menschen und einen Affenkiefer genommen. Ah, hier, Affenmensch. Steht hier? So, das sind entweder Fake, Täuschung, Fälschung, zweitens, oder, das heißt, wenn einer fragt, ja, was sagst du zu diesen Sachen mit dem Affen und so weiter, diese Knochen, die gefunden sind, entweder Fake, Täuschung, Fälschung, oder ausgestorbene Affenart, oder ausgestorbene Menschenrasse. Ein Aborigine ist ein Mensch, aber zum Beispiel der Schädelknochen ist sehr massiv. Ist aber immer noch ein Mensch, ist keine andere Art. Kann sein Aborigine-Frau oder ein Aborigine-Mann heiraten. Ja? So, das dazu. Das war jetzt hier mit Darwinisten. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Unsere Beweisführung. Wir sagen erstmal, es gibt eine Art Ijma, eine Art Konsens. Denn überall auf der Welt findest du, wir haben jetzt erstmal über diese Sache, über das Argumentationsmuster der Atheisten geredet. Das war erstmal, es gibt keinen Beweis für eure Sache. Dann sagen wir, wo ist denn dein Beweis? Ist auch cool, wenn du sagst, der sagt zum Beispiel hier, ja, wo ist denn euer Beweis für Gott? Du sagst, ich habe viele Beweise. Jedes Lebewesen ist ein Beweis. So wie das Bild ein Beweis von Mal ist, so ist jede Schöpfung ein Beweis für den Schöpfer. Aber eine andere Frage, selbst wenn ich keinen Beweis für meine Sache hätte, wenn ich Recht habe, habe ich ein glückliches Leben geführt mit Hoffnung, dass was nach dem Tod kommt. Wenn du Recht hast, ja, dann habe ich ein glückliches Leben geführt, glücklicher als du, weil ich Hoffnung hatte, dass was nach dem Leben kommt. Und es ist erwiesen, dass religiöse Menschen glücklicher sind als unreligiöse Menschen. Es gibt also eine Art Ijma, dass du in jedem Teil der Erde, findest du Leute, die an Gott geglaubt haben. Und Anthropologen sagen, dass wenn du eine Eigenschaft von Menschen in jedem Teil der Erde findest, irgendwie ein Glaube an ein höheres Wesen, dass diese Sache dann kein, wie die Kommunisten und so weiter sagen, einfach eine Erfindung ist. Weil du kannst dich überall auf der Welt dasselbe erfinden. Natürlich, die Religionen sind anders, aber der Glaube, dass es einen Gott gibt, gibt es überall auf der Erde irgendwo. Ob die den jetzt Vishnu nennen oder ob die den Adnatu nennen, wie zum Beispiel die Aborigines in Australien, oder ob die den Manitou nennen, wie die Indianer. Aber überall gibt es ein Konzept von einem Schöpfer. Ja? Und hier ist die Sache, dass Anthropologen sagen, dass das ein Beweis ist, dass diese Sache nicht einfach irgendeine Erfindung ist, sondern wie eine vererbbare Sache ist. Denn wie zum Beispiel alle Menschen haben auf der Welt gemeinsam Geschlechtsverkehr, Essen, Trinken und so weiter. Wie die jetzt trinken, wie die essen, das kann sich unterscheiden. Wie die sich kleiden, die kleiden sich. Wie die sich kleiden, ist anders. Okay, es gibt natürlich manche im Dschungel, die laufen fast nackt rum, aber die haben trotzdem immer noch eine Art von Kleidung. In der Art. Ja? Aber die Kleidung ist da, das heißt, es ist eine menschliche Eigenschaft. Und hier haben 1997 in einer Universität in Kalifornien, Berkeley, dort haben Wissenschaftler festgestellt, bei dem Gehirn, dass im Gehirn, die haben das Godspot genannt, Godspot, dass wenn man diesen Punkt stimuliert, dass dann religiöse Gefühle erweckt werden. Das zeigt, dass der Mensch mit dieser Eigenschaft geschaffen wurde. Ja? Und hier ist etwas ganz wichtig, was wir wissen müssen. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, das müsste normalerweise Surat al-Araf, Vers 177 sein, wa ith akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashaddahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an dhalika ghafilin. Das heißt, ich will mal kurz gucken, wo der Vers ist.
Also, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Ja? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ. Inna kunna an hadha ghafilin, Entschuldigung. Inna kunna an hadha ghafilin, ja. Nicht inna kunna an dhalik ghafilin, inna kunna an hadha ghafilin. Also, wie ich das schon übersetzt habe, dieser Vers am besten mal auswendig lernen. Das heißt, Allah hat, bevor wir zur Existenz kamen, uns schon, und manche sagen in einer spirituellen Form, da gibt es Unterschiede, Tafsir von, bezeugen lassen, dass Allah unser Herr ist. Deswegen sagen zum Beispiel einige Gelehrte, dass, was die Rububiyya von Allah angeht, dass es einen Gott gibt, gibt es keine Ausrede. Du hast keine Hujja vor Allah am jüngsten Tag. Dass du sagen kannst, ja, hallo, ich hatte keine Ahnung gehabt. Du hast vielleicht eine Ahnung in Tafsir, Details und so weiter und so fort. Aber nicht in dieser Sache. Das ist ein Tafsir davon. Aber was auf jeden Fall der Tafsir von der Sache ist, dass jeder Mensch mit einer natürlichen Veranlagung für den Glauben an Allah erschaffen wurde. Und schau mal jetzt, subhanallah, da finden auf einmal Wissenschaftler im Jahre 1997 einen Punkt im Gehirn, Allahu alam, ob das jetzt mit dieser Sache zusammenhängt, ja, das kann ich nicht sagen, aber trotz alledem finden einen Punkt, wo sie sagen, das ist der Godspot, wo religiöse Gefühle animiert werden, im Gehirn, den jeder Mensch hat. Subhanallah. Allahu alam. Und Allah, der Prophet a.s.w. sagt, مَا مِن مَوْرُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِتْرَ. Es gibt kein Neugeborenes, das nicht auf der Fitra geboren wird, die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben an Gott, für den Monotheismus. Er sagt, فَأَبَوَهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. Er sagt, und die Eltern, die machen es dann zu Christen, Juden oder Majusis, ja, Feueranbeter. Und deswegen etwas ganz Wichtiges in der Dawa, liebe Geschwister im Islam, der Mensch, unterschätze nichts vom Islam, was du jemandem gibst. Der Mensch, der weiß im Inneren, wenn seine Fitra noch etwas gesund ist, dass der Islam die Wahrheit ist. Deswegen, Brüder, siehst du Leute, wie bei keiner anderen Religion, die den Islam annehmen, weil die auf einmal ein Gefühl bekommen haben, die haben zum Beispiel einen Vers vom Koran gehört. Der geht ins Herz rein und die werden Muslim. Vor 2 Wochen ungefähr waren wir in Berlin, da war eine Person gewesen, der hat uns gesagt, ich habe die gefragt, ja, warum, was hindert euch Islam anzunehmen? Das ist immer so eine Frage, die ganz wichtig ist in der Dawa. Was hindert dich, Islam anzunehmen? Da meinte er, ja, ich bin Atheist. Ach, ich glaube, 4 Stunden später ungefähr hat er Islam angenommen. Kannst du dir vorstellen? Ich habe gar nicht mit dem diskutiert. Ich habe gesagt, okay, wir werden später, weil klar, bei Vorträgen, ich bin halt beschäftigt, hier, dort, der will von mir das, der will von mir das, der eine fragt mich von hier, der andere von da, der eine von oben, der andere von unten. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Für mich hat es immer gesagt, inshallah, reden wir später über die Sache. Auf einmal kommt er nach vorne und wird Muslim. Das hat ihn, irgendwas muss ihn getroffen haben. Deswegen, manche Leute gehen ins Ausland, hören den Adhan und irgendwas kommt in ihr Herz. Deswegen ist es auch wichtig, was ist, was ich immer mache, ich erwähne meistens die Verse erst auf Arabisch und dann auf Deutsch. Weil das arabische Medizin, das ist das Wort Allahs. Und das geht ins Herz rein. Guckt mal, Brüder und Schwestern, in der Dawa oder allgemein Menschen, die Anhänger haben, die ihnen folgen, die haben irgendeine besondere Eigenschaft. Zum Beispiel, der eine Mensch ist schön, viele folgen ihm, hat viele Fans. Ein anderer Mensch, der ist stark, viele Fans. Hulk Hogan oder so beispielsweise. Anderer Mensch, hat Geld, ja. Viele Fans, viele Anhänger. Anderer Mensch hat Macht, viele Fans, viele Anhänger. Der andere Mensch ist besonders schlau, besonders klug, besonders eloquent, viele Anhänger. Und alle diese Eigenschaften können auch Propheten haben. Ein Prophet kann stark sein, kann schön sein, wie zum Beispiel Yusuf war besonders schön. Man sagt, der schönste Mann überhaupt bis Yom Kiyama. Prophet Mohammed a.s. ist aber auch schön. Man sagt, zum Beispiel Suleiman hatte besonders viel Reichtum gehabt. Es gab Leute, die Macht hatten, Stärke hatten. Propheten. Aber alle diese Propheten haben eine Sache, die kein anderer hat.
Und ihr seid auch Träger davon in der Dauer. Fitra. Durch die Fitra ziehen die Leute an, ihnen zu folgen. Deswegen unterschätzt das nicht. Bruder, manche Leute sagen, natürlich, wir haben immer Themen, die wir bevorzugen in der Dauer. Nur, Brüder, seid nicht so verkrampft. Ja, manchmal redet man über irgendein Thema. Ich war beispielsweise einmal in einem Land, in einem Dawa-Zentrum, in einem arabischen Land, wo die richtig Knete haben. Und die haben mich eingeladen, dort Vorträge zu machen. Und die haben dann dort für Nicht-Muslime auch Dawa, die Nicht-Muslime, die in diesen Ölstaat kamen, haben sie an Dawa gemacht. Und die hatten ein besonderes Konzept, wie die mit denen reden. Und ich habe gemerkt, die Duat, die das gemacht haben, die waren gut. Aber die hatten genau, du darfst nicht dies sagen, darfst nicht das sagen, darfst nicht das sagen, darfst nicht das sagen. Das sind alles Sachen von besser oder schlechter, nicht von richtig oder falsch. Bruder, egal worüber du im Islam über die redest. Natürlich, es ist am besten, mit denen erstmal über Tauhid zu reden. Oder über Themen, die sie ansprechen. Aber egal, auch wenn du mit denen über Steinigung redest im Islam. Ach, vielleicht geht irgendwas von der Fitra in sein Herz, er nimmt Islam an. Achi, wir haben Leute gehabt, die sind zum Islam gekommen durch ein Video. Oder eine Person, die ist durch ein Video von mir zum Islam gekommen. Rat mal, welches Video. Hey, brauchst nicht zu raten, ist zu lange. Video, wo ich über Unzucht rede, Intimitäten vor der Ehe. Da rede ich darüber, dass derjenige, der unverheiratet ist, Peitschenhiebe bekommt, wenn er Unzucht begangen hat. Dem ist das ins Herz gegangen, der hat Islam angenommen dadurch. Kannst du dir vorstellen, Achi, das ist so. Das ist Fitra. Deswegen unterschätze nichts. Natürlich, um es besser zu machen, guckst du. Wir reden erstmal über dieses Thema, jenes Thema, auf diese Art, jene Art. Aber besser, du redest. Hauptsache, du sagst nichts Falsches. Okay? Aber worüber du redest, das ist wichtig. Und die Fitra zieht die Leute an. Deswegen, Bruder, manche Leute hörst du, ey, wenn du so Bart hast, vielleicht schreckst du die Leute ab und so weiter und so fort. Achi, guck doch mal bitte, wie viele in diesen Moscheegemeinden, die besonders einen auf besonders assimiliert machen und europäisiert und Euro-Islam machen, wie viele dort zum Islam übergetreten sind. Guck doch mal. Und guck mal, wie viele zum Islam übergekommen sind, zu den Leuten, die mit Jalabia rumlaufen, Bad und so weiter und so fort. Okay, wenn ich im Auto fahre, habe ich auch kein Jalabia an, weil sehe ich nachher aus, voll verknüttelt und alles und in der Kälte sowieso. Ich habe kein Jalabia, ich habe nur zwei Jalabias, alle weg. Wenn ich jedes Mal irgendwo ausziehe, dann vergesse, wieder nach Hause fahre, jetzt im Winter. Ich bin so ein Chaot, aber auch egal. Sudul Rashia. Ja? Hier ist zum Beispiel, ja, in der, das ist der 17. Vers. Da sagt Allah, أَفَلَيَنْ دُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Übersetzung. Ja? Schauen Sie nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Und das heißt auch den Regenwolken, dieses Wort, إِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Guck mal, das. Und das siehst du in vielen Versen im Koran, wo Allah sagt, schauen Sie nicht dorthin, schauen Sie nicht dorthin. Haben Sie den Himmel nicht angeschaut, weil in der Schöpfung, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wa nahar la ayati li ulil albab. In dem Wechsel von Tag und Nacht, in der Schöpfung von Himmel und Erde sind Zeichen für Leute, die Verstand haben. Guck mal, Allah sagt das an vielen Stellen. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so viele, ja, so viele Dinge. Vorher natürlich, ja. So, du hast so viele Verse, wo Allah auf diese Schöpfung aufmerksam macht. Ja? Das heißt hier, zum Beispiel dieser Surat al-Rashi, ja, guck mal, die wird jedes Mal in Jumu'ah gelesen. Aber wer hat sich Gedanken darüber? Warum sagt Allah das? أَفَلَا يَنْذَرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت und so weiter und so fort, ja? Warum? فذكر إنما أنت مذكر. So ein Mann, du bist ein Mann. Warum macht Allah das? Du musst dir Gedanken über die Schöpfung anmachen. Die Schöpfung ist gewaltig. Und diese gewaltige Schöpfung kann nur von einem gewaltigen Schöpfer erschaffen worden sein. So, und dann siehst du diese Zeichen, dann kommst du mit diesem Beispiel. Was ich eben gesagt habe mit der Farbe. Du machst einen Eimer voller Farbe und du klatschst ihn an die Wand. Ja, die Atheisten sagen, ja. Die Atheisten sagen, kann sein, dann hast du das Bild von Mona Lisa. Wenn du das dann unendlich oft wiederholst, irgendwann kommt das Bild von Mona Lisa. Nee. Ist Schwachsinn, ist das. Und dann sagen die, die an Gott glauben, sind irrational und unlogisch. Was ist unlogisch? Den nachher fragen.
Eine einzige menschliche Zelle. Guck mal dein Auge. Mit deinem Auge schaust du jetzt nach hinten, jetzt hier hin. Wie kommt das, dass du mit deinem Augen Farben aufnimmst, mit deinem Auge Farben aufnimmst, dass die im Gehirn verarbeitet werden, dass du ein Bild wahrnimmst? Das ist doch ein Wunder an sich. Stell dir mal vor 500 Jahren hätte man jemand erzählt, man hat eine Videokamera, wo man laufende Bilder aufnimmt, oder vor 1000 Jahren. Der hätte dich für völlig wahnsinnig gehalten. Heute haben wir ein Navigationssystem. Stell dir mal vor, was weiß ich, wie viele Jahre hätte jemand gesagt, ja, wir haben ein Navigationssystem, wir haben Satelliten zum Himmel geschossen und der zeigt, achtet dann genau, wo du bist und der zeigt dir dann, dann ist eine Stimme, kannst aber einstellen, entweder eine Frau oder ein Mann, der sagt dir den Weg. Ach, der hätte zu dir gesagt, du bist nicht ganz dicht in der Birne. Verstehst du? Ach, guck mal jetzt, das sind Erfindungen, die Menschen gemacht haben. Was ist mit deiner Niere? Das ist deine Kläranlage, die Tag ein, Tag aus in jeder Sekunde hunderte chemische Analysen macht. Überleg mal. Wer hat das erschaffen? Ist er von selber entstanden? Im Chulikum in Reivishin, im Humul Khalikum? Sind die aus nichts erschaffen worden oder sind sie die Erschaffer? Das kommt nachher noch, inshallah. Das heißt, du bringst diese Beispiele. Das Haus. Du sagst zu ihm, hör mal, wenn ich mit dir, glaub es mir. Spätestens hier ist der Atheist schon mal zum Agnostiker geworden. Der ist schon mal einen Schritt näher gekommen. Und wenn er die Wahrheit will, wird er an diesem Tag an Gott glauben. Sag zu ihm, jede Zelle in diesem Raum ist ein Beweis für einen Schöpfer. Wenn du durch die Wüste gehst, da steht ein Haus mitten in der Wüste mit Klimaanlage, Brunnen, allem drum und dran. Gehst du davon aus, hier ist irgendwie ein Kamel tot umgefallen, dann ist die Erde erschüttert worden und dann stand da auf einmal ein Haus oder wie? Und hier war ein Wirbelwind oder ein Erdbeben oder eine Explosion. Aber die Amerikaner haben eine Atombombe ausprobiert oder sowas in der Wüste. Nee, keiner kommt auf die Idee, der wird sagen, du bist bekloppt. Also wie kannst du akzeptieren, dass all das, was wir vor uns sehen, ohne Schöpfer entstanden ist? Bruder, wer jetzt noch, Bruder, ich kenne einige Leute, die diskutieren mit einem. Und die sagen, ja, ich habe dem Argumente gebracht, aber er hat nicht geglaubt. Achi, es gab jemanden, der bessere Argumente hatte als du, der weiser war als du, der die besten Argumente hatte, und das ist der Prophet Muhammad a.s. Es gab Leute, die haben nicht geglaubt. Bruder, deine Aufgabe ist, gute Argumente zu suchen. Es gibt sture Böcke. Achi, Abu Lahab, der in der Hölle ist, hat es nie akzeptiert. Nie akzeptiert. Obwohl er genau wusste, dass der Prophet Muhammad a.s. die Wahrheit sagt. Deswegen, deine Aufgabe ist nicht, die Menschen recht zu leiten. Deine Aufgabe ist, ihnen die Rechtleitung zu präsentieren, den Islam. Wenn er nicht annimmt, Pech gehabt. Das ist sein Problem. Du hast deinen Lohn, dass du ihn aufgerufen hast. Weil ich erlebe, dass so oft Leute kommen zu mir, ja, ich habe dem all das gesagt, aber er hat trotzdem nicht geglaubt. Ja, hast du gedacht, du sagst mir jetzt ja so, dann sagt er, oh ja, alles klar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kann auch passieren, aber muss nicht passieren. So, deswegen dieser Punkt nochmal. Beispiele bringen. Deswegen in der Aufgabe wird es sein, gib uns 4 Beispiele. Dann das Beispiel mit der Leiche, was ich eben gebracht habe. Das ist das beste Beispiel, meiner Meinung nach. Ja, wenn du sagst, die Leiche, die zerstückelt ist, ist ein Beweis für den Mörder. Der kann sich nicht selber zerstückeln. Und dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Was sagt Allah? Guck mal, dieser Vers. Ja, in Surat al-Najm ist dieser Vers. Könnt ihr nachgucken, Surat der Stern. Diese 2 Verse. Haben sie sich selber erschaffen? Haben sie sich selber erschaffen oder sind sie, die alles erschaffen haben? Sind sie aus nichts erschaffen worden? Nein, weil derjenige, der erschaffen hat, muss selber unerschaffen sein. Aber du bist erschaffen. Und du bist nicht einfach entstanden. Etwas, was nichts ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Etwas, was nichts ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Das ist eine totale Logik. Aber Gott war immer da. Im Humul Khalikun, das ist eine klare Widerlegung. Wenn du das einem gibst, bist du aus nichts erschaffen? Nee, sondern Allah steckt dahinter. Der Schöpfer. Und welche Eigenschaft muss der Schöpfer haben? Dass er selber unerschaffen ist. Das ist die Eigenschaft. Manche Leute sagen, dann letztens kommt jemand, ein Bruder, sitzt im Publikum, fragt mich, ja, ich habe mit jemandem diskutiert über Gott und die Welt und habe ihm diese Beispiele gegeben mit Schöpfer, Schöpfung und so weiter. Und da hat er mir voll den Knockout gegeben. Hat er mich schachmatt gesetzt. Er hat gesagt, ja, wer hat Allah geschaffen?
Aber die Antwort ist ganz einfach. Ein Wort. Keiner. Wenn einer fragt, wer hat Allah erschaffen, dann sagen wir einfach, du musst erstmal verstehen, dass Gott anders ist als alles andere. Denn alles hat einen Anfang und ein Ende, aber Allah hat keinen Anfang und kein Ende. Denn Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay wa huwa samiul basir. Er ist der, nichts ist im Gleichen, er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, das ist ein Beweis für uns. Weil derjenige, der erschaffen hat, der Urschöpfer, kann nur jemand sein, der in seinen Eigenschaften völlig anders ist als seine Schöpfung. Und das bezeugt Allah in seinem Buch im Koran. An mindestens 3 Stellen. 4 Stellen. Zum Beispiel, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Sura 112. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيرًا. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? In Sura Maryam. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأْبُتُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيرًا. Ja, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist, dient ihm, seid beständig in seinem Gottesdienst. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Ein Vers, alle 3 Arten von Tauhid drin. Tauhid Rububiyya, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist. Tauhid Uluhiyya, fa'budhu, wastabir li'ibadati, dient ihm und sei beständig im Gottesdienst. Hal ta'lamu lahu samia, rhetorische Frage, kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Nein. So 112, walam yakul lahu kufuwan ahad, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, Allah ist nichts und niemandem ähnlich. Okay? So, jetzt geht's weiter. So. Und das ist einer der Hauptpunkte, der Hauptargumente, die diejenigen, das müsst ihr euch unbedingt merken, die nicht an Gott glauben, als Beweis dafür bringen wollen, dass es keinen Gott gibt. Die sagen einmal, ja, es gibt keine Beweise dafür. Dann sagen wir, wo ist dein Beweis? Und dann gehen wir dieses Argumentationsschema durch. Und der andere Beweis, den sie bringen wollen, ist, und da gibt es auch ein Buch von einem gewissen Dawkins, und fast alle Dinge da drin beschäftigen sich mit einem Punkt. Das sind alles Leute, mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Warum gibt es schlechte Dinge? Die sagen, ist Gott allmächtig? Du sagst, ja. Dann sagt er, ist Gott gut? Ja. Dann sagt er zu dir, warum gibt es dann Erdbeben, Krankheiten, Tod, dies, das, Mord und so weiter und so fort. Jetzt gebe ich euch erst eine allgemeine Antwort und dann eine spezielle Antwort, okay? Allgemeine Antwort ist, den Satz müsst ihr euch merken, auf dieses Scheinargument. Wenn Gott gut ist und allmächtig, warum gibt es schlechte Sachen? Dann sagen wir, dies ist kein Beweis, diese Annahme von dir ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern ist nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Denn wenn du davon ausgehst, dass Gott nur Gutes erschafft und nur Gutes zulässt, Gott aber allmächtig ist und du siehst um dich herum, es passiert, es gibt Erdbeben, Überflutung und so weiter und so fort. Deutschland gibt Pleite wegen dem Winter, haben kein Salz mehr und so weiter, ja? Und du siehst das um dich herum, dann ist das nur ein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes, wenn wir sagen würden, Gott lässt nichts Schlechtes zu. Aber der Koran sagt von selber, nicht nur, dass Gott nichts Schlechtes zulässt, sondern dass Gott sogar das Schlechte erschaffen hat. Gott lässt nicht nur das Schlechte zu, der hat das Schlechte sogar erschaffen. Nochmal neu. Die Annahme, dass das Vorkommen von schlechten Ereignissen oder schlechten Dingen oder Katastrophen die Existenz Gottes negieren würde, ist nur gültig, wenn wir die Annahme hätten oder propagieren würden, dass Gott nichts Schlechtes zulässt. Aber Muslime sagen, dass nicht nur Gott Schlechtes zulässt, sondern gar das Schlechte erschaffen hat. Das heißt, dies ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Und das kommt aus dem Christentum heraus, weil Gott liebt alle Menschen und so weiter, hat sich selber für das Leben, für die Menschen geopfert. Und dort gibt es keine befriedigende Antwort auf diese Frage im Christentum. Punkt. Und nirgendwo anders. Aber Allah sagt im Koran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
Ich suche Zuflucht bei dem Herrn der Morgenröte. Vor was? Vor dem Übel, das er erschaffen hat. Vor dem Übel, das er erschaffen hat. So, jetzt kommt nur die nächste Frage. Okay, wenn Gott gut ist, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage. Wenn Gott gut ist und das Gute will für den Menschen, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage, die müssen wir jetzt beantworten. Wir sagen, das Üble, was Gott erschaffen hat, hat er aus einer Weisheit erschaffen. Nicht für das Üble an sich, sondern weil alles Üble etwas Gutes mitbringt. Das können wir manchmal erkennen und manchmal nicht. Zum Beispiel, der Satan wurde erschaffen. Ist der Satan schlecht? Ja. Ist alles an ihm schlecht? Nein. Der hat am Anfang Gott gedient. Aber ist es schlecht, dass Allah ihn erschaffen hat? Nein. Denn dadurch, dass Allah ihn erschaffen hat, sind Menschen entstanden, Wesen entstanden, die den Satan bekämpfen. Weisheit. Eine Brust aufzuschneiden. Ja, du nimmst dir ein Messer und schneidest den Brustkorb auf. Mitsamt Knochen. Brichst den Knochen, schneidest den Brustkorb auf. Ist das schlecht? Das ist schlecht. Diese Tat in sich selbst ist schlecht, aber der Chirurg, der das aufschneidet, schneidet das auf für einen tieferen Sinn, damit er das Herz operieren kann. Das heißt, offensichtlich ist das etwas Schlechtes, aber der Sinn, der dahinter steckt, ist etwas Positives. Wenn das sogar bei einem Menschen schon nachvollziehbar ist, dass ein Mensch etwas offensichtlich auf den ersten Blick Schlechtes macht, was aber von der Weisheit her etwas Positives mit sich bringt, dann, wie ist das erst mit dem Schöpfer? Und deswegen halten wir fest, das Üble, was Allah erschaffen hat, hat er erschaffen für einen positiven Zweck. Hättest du die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Nein. Okay, wie gesagt, habt ihr das alles verstanden, okay? Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine Frage. So, und jetzt sage ich euch, ach, das ist eine ganz verwirrende Frage, ist das. Nur wir müssen wissen, wie wir darauf antworten. Wie wir antworten auf die Frage. Jemand sagt zu dir zum Beispiel, das ist oft so eine Frage, die wollen sie dann bringen, wollen dich durcheinander bringen. Kann Allah, kann Gott, wenn er allmächtig ist, kann er einen Stein erschaffen, der für ihn zu schwer ist, um ihn zu heben? Leute, ich bringe euch nur die Sachen, weil kann sein, dass euch das widerfährt. Erstmal, was sagen wir? Wir sagen erstmal, wir werden nicht in den Mund nehmen, dass Allah etwas nicht kann. Punkt. Weil das Wort kann gar nicht bei uns über den Mund kommen, dass er etwas nicht kann. Aber, was wir sagen ist erstmal, selbst wenn er das nicht könnte oder irgendetwas nicht könnte, wäre das kein Beweis, dass es keinen Schöpfer gibt. Weil wir reden ja hier über Atheismus, das heißt, es ist kein Beweis für deine These. Zweite Sache ist, wir sagen, das, was Allah macht, macht er mit Verstand. Oder nicht mit Verstand, sondern mit Wissen und mit Weisheit. Und das, was er erschafft, macht er mit Wissen und Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten. Wenn Allah sagt, er hat keinen Anfang und kein Ende, dann kannst du nicht sagen, kann Allah einen Anfang haben? Und dann hat er einen Mangel, weil er keinen Anfang haben kann? Das würde sich widersprechen. Allah hat keinen Anfang. Also können wir nicht sagen, ja, kann Allah einen Anfang haben? Dann kommt der nächste, ja, kann Allah unwissend sein? Nee, weil Allah ist schon von sich selber, von seinem Wesen her, allwissend. Kann Allah sich verletzen? A'udhu billah, nein. Weil Allah Weisheit hat und sich niemals verletzen kann. Kann Allah bezwungen werden? Du sagst, du kommst praktisch mit einer negativen Eigenschaft und willst damit die Vollkommenheit Allahs kaputt machen. Versteht ihr? Was ist hier das Ziel? Er will mit einer negativen Eigenschaft die Vollkommenheit Allahs zunichte machen. Dann sagen wir, es kann nicht sein, dass Allah sich verletzt, unwissend ist, Anfang hat, Ende hat. Kann Allah sich selber ermorden? A'udhu billah. Das ist absurd, weil Allah selber sagt, dass er für die Ewigkeit existiert. Und Allah sagt auch, Allahu Akbar, dass er größer ist als allem. Und deswegen ist diese Frage eine Absurdität. So müsst ihr auf diese Sache antworten, weil es gibt Dinge, die über unsere Vorstellungskraft sind. Und einfach nur philosophische Fragen sind. Das heißt, wir sagen erstmal,
Aus unserem Mund kommt niemals, nochmal, ich wiederhole das, dass Allah unfähig ist, etwas zu tun. Aus unserem, dann sagen wir, selbst wenn es so wäre, würde das nicht negieren, dass Allah der Allmächtige Schöpfer, dass Allah der Schöpfergott ist. Sondern würde nur negieren, das mit dem Stein. Dritte Sache, wir sagen, Allah hat Weisheit und alles, was er erschafft und alles, was er macht, hat eine Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten. Weil Absurditäten würden von vornherein die Vollkommenheit Allahs negieren. Aber Allah ist vollkommen. Deswegen, wenn du sagen würdest, kann Allah einen Anfang haben? Kann Allah sterben? Allah sagt von vornherein, er ist der, der keinen Anfang hat. Allah sagt von vornherein, er ist der, der kein Ende hat. Allah sagt von vornherein, er ist allwissend. Deswegen kannst du nicht sagen, kann Allah auch nichts wissen. Weil das würdest du ihn ja in dieser Bezeichnung mit einem negativen Attribut bezeichnen. Deswegen, und Allah sagt auch, er ist größer als allem. Und deswegen kann es niemals sein, dass es etwas gibt, was größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, das ist die Dings von heute, wie man mit Atheisten diskutieren kann. Ich würde euch bitten, schaut euch diese Vorträge an. Dawa-Kurs, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, macht diese Fragen mit. Schaut euch das nochmal an.